Willkommen, Freunde, zurück bei Assassin's Creed Origins. Ich habe offscreen mal ganz viele Sachen zerlegt von den Schwertern und Bögen und Schilder, die einfach, ja, die sehr, eigentlich, ich habe eigentlich alle normalen, die, alles, was hier blau war, also die ganz normalen Schilde und Waffen habe ich alle zerlegt. Weil wir die ja eh nicht brauchen und deswegen können wir hier jetzt ganz viel aufwerten. Ist das nicht schön? Zack. 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 So. Machen wir einfach. Was brauchen wir denn als nächstes? Leder. Hierfür auch. Was brauchen wir hier denn? Leder? Okay, so wir brauchen also Leder, um uns weiter aufzurüsten. Wieso ist das hier eigentlich? Ja? Okay, jetzt ist weg. Wir haben einen Fähigkeitspunkt, machen wir erstmal nichts mit. So. Wir werden jetzt einfach mal uns das Fort hier vornehmen und den Rebellen helfen. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Kommt der wirklich? Kommt der hier hoch? Der kommt tatsächlich hier hoch. Ja, da kommt der nächste. Oh, zack, komm her. Kommt jetzt auch hier hoch? Der kommt auch hier hoch. Gut, dann können wir den ja auch direkt platt machen. Wo will denn der hin? Na toll, die haben es jetzt gesehen. Und wo, klar, von da hinten schießt er. Hallöchen. Daneben. Zack. So. Bong. Was haben wir denn hier oben? Was können wir hier eigentlich machen? Hauptmann töten und einen Schatz plündern. Das ist der Hauptmann. Da ist ein Rebelle, den. Und da ist auch der Schatz, okay. Ey, hartes Leder, perfekt, das brauchen wir.
Zack. Okay. Dann holen wir noch den Rebellen daraus. Hi. Kannst abhauen. Danke. Die Götter mögen dich. So. Gucken wir mal, da soll es einen Schatz geben. Schauen wir uns das doch mal an. Ja. Da ist er ja, der Schatz. Okay. Hopp. Zack. Aua! Er ist verbrannt. Zack. Und zack. Der ist verbrannt. Okay. Dann werden wir jetzt das... Holen wir eben den Papyrus, der liegt ja da oben. Holen wir uns den schnell, dann machen wir das nächste vor, würde ich mal sagen. Und dann gucken wir mal, was wir noch so für Missionen hier haben. Hopp. Da oben drauf. Müsste der... Da ist er. So ein Ding ist das. Wo liegt er jetzt? Okay, das klappt nicht so, wie ich dachte. Ja, da oben drauf. Mal schauen. Ich kann, springt ja hier nach hinten, glaube ich nicht. Ne, ich wollte schon sagen, das wäre ein bisschen. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Yep. So. Apis Werkzeug. Im Südwesten von Arsinoe findest du eine riesige, von Stieren betriebene Anlage. Direkt vor ihr befinden sich vier nasse Pfosten mit mir in ihrer Mitte. Okay. Gut. Dann holen wir uns... Upsala. Überlebst du? Nicht. Das war zu hoch. Da habe ich ihn ein bisschen überschätzt, den Guten. Naja. Passiert. Kann ja schon mal vorkommen. Nee, ich da zu dem. Das nächste von... Ja, feindlichen, das feindliche Lager. Werden wir uns jetzt holen.
Bin gerade am Überlegen, ob ich einfach reinrennen soll, die alle um mir oder ob ich das. Oder ob ich erstmal, bis sie mich entdecken, heimlich vorgehe. Mal schauen, was sich so ergibt. Okay, auch wieder Zivilisten helfen. Dieser Ort wird schwer bewacht. Gibt's doch nicht. Fast hätten wir getroffen. Okay, das ist was anderes. Da. Okay. Ups. Kann sich direkt wieder schlafen legen. Haha, zack. Tschüss. Und Rums. Fuck. Weg mit dem. Hallo. Gut. Dann hätten wir hier auch alles. Perfekt, wo sind wir? Da sind wir. Hier haben wir noch eine Mission, haben wir da noch? Haben wir hier oben noch was? Nee. Da haben wir noch eine Mission, okay. Da haben wir noch ein paar Pyros, da haben wir noch einen Aussichtspunkt. Ja, da haben wir noch. Okay. Ich würde mal sagen, wir holen uns den Schatz und gehen dann zur Mission. Hartes Leder kriegt man, glaube ich, von Krokodilen, oder? Müsste eigentlich. Wir müssen ein paar Krokodile finden. Naja. Upp. Mal schauen, wo dieser Schatz ist. Latsch. Bayer geht baden. Nein, ich will nicht tauchen. Danke für den Tipp. Unter Wasser atmet es nicht so schlecht. Bong. So. Quatsch. Bong. Bock. Hast du gerade mein... jetzt reicht's. Genau in den Magen.
Da ist Eisen, das brauchen wir nicht, haben wir genug von. Da. Wir gehen mal. Wir brauchen ja das harte Leder, deswegen gehen wir jetzt mal ein paar Krokodile. Oh, ich nehme an, dass Krokodile sind. Hier nur wo? Da hinten, okay. Da brauchen wir ja noch was von. Damit wir Bayek weiter aufrüsten können. Mal schauen, was wir da haben. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal einen neuen Ort. Versunkener Steinbruch. Okay, es sind Krokodile. Das eine schläft im Wasser. Hey. Bam! Bam! Fünf Stück haben wir, okay. Ja, wir können ja was Neues herstellen, sehr schön. Zack. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen noch irgendwo eins. Bam, bam. Zack. Quatsch. Das war knapp. Oh, hat doch nur ein Leder gegeben. Du Scheiße. Keine Pfeile mehr. Da haben wir ja ein paar Pfeile. Okay, wir könnten. Ja, ich glaube, wir machen erstmal das hier. Schaden der versteckten Klinge. Was war das hier? Maximale Hilfsmittel. Nee. Was brauchen wir als nächstes dafür? Oh, ein und. Oh, wie mir. Ach je. Okay, hier gibt es noch einen Schatz. Da. Okay, der Schatz ist also unter Wasser. Bam. Moment. Boah. Drei Stück davon. Heißt das, dass hier in der Nähe wieder so ein. Ah! Was ist das? Weintrauben? Sind wohl eher Wassertrauben. Hopp. Okay, da war wieder irgendwo eine Schlange. Da wir schon mal jetzt hier sind, das Fragezeichen ist nicht weit weg, holen wir uns das als nächstes. Yep. Platsch. Das ist das Schiff. Neuer Ort entdeckt. Es ist das Schiff, da gibt's Schätze.
Zack. Uiui. Zwei auf einen Streich. Ungehorsame Seeleute. Schiffslogbuch. Die Seeleute Praxa und Mahut wurden gemeldet. Sie haben frei bekommen, um sich auszuruhen. Stattdessen haben sie eine verlassene Mine im Norden erkundet. Sie hatten sich in den Kopf gesetzt, dass dort ein versteckter Schatz läge. Doch die Narren sind direkt in ein Schlangennest gelaufen. Praxa wurde gebissen. Praxa wurde gebissen und Mahut musste ihn zurück zu unserem Heiler tragen. Dummheit muss bestraft werden. 12 Peitschenhiebe. Wo kam der Typ denn auf einmal her? Okay. Das. Was sagt die Zeit? Wir haben noch Zeit. Gut. Dann reisen wir jetzt da schnell darüber. Und dann schauen wir uns die nächste Mission an. Ich könnte auch mal gucken, ob ich im Notfall Leder kaufen kann. Wir brauchen 21 als... Das ist echt viel. So, da hinten ist die Mission. Hier ist er. Sollen wir uns einfach mal eine Hekatruhe kaufen? Ich meine, das Geld haben wir doch. Mal gucken, was drin ist. Ein seltener Kriegsbogen, okay. Lalala. Erst so, Mission. Was ist. Oh shit, okay. Autsch. Hoppala. Da liegt. Der rennt weg. Was ist los? Junge, warte mal. Hallo. Ich kann dich holen. Findest du ihn? Du musst. Ich will dich gewiss nicht stören. Scher dich weg. Das geht dich gar nichts an. Gerta hat alles im Griff und ich habe nie einen Schatz erwähnt. Ganz sicher nicht. Aber könntest du ihn für mich finden? Irgendwo habe ich ihn. Ganz gewiss. Es muss hier irgendwo vermerkt sein. Wohin ich auch gehe, lasse ich meine Schriften als eine Spur des Kummers zurück. Lies diese hier. Sie Muts Schriftrolle 1, erhalten von Sie Mut. Weh, oh weh, ich wurde aus meinem Haus verjagt. Eine Bande Banditen, unglücklich über frühere Ereignisse, kam, um nach mir zu suchen. Gersa und ich mussten fliehen. Dank Gersa kamen wir nur quälend langsam voran. Warum belaste ich mich auch mit einer derart schwermütigen Gefährtin? Zwar kamen wir sicher hier an, aber Gersa ging fort, um zu schmollen, und ich muss meinen verlorenen Schatz alleine suchen. Okay. Unser neues Reittier. Ach du, uiuiui. Komplett gerüstet, voll, es hat eine komplette Rüstung oder irgendwie so. Naja. Mal schauen, ob wir seinen Schatz finden. In seinem Haus. Okay. So, erstmal sein Haus finden.
Ich bin mal gespannt, was das hier, was das für eine Quest oder wo das alles hier hinführt. Dum dum. So. Ziel ist markiert. Oh. Hier muss Simut gewohnt haben. Und platsch. Weg mit dir. Welch eine Fundgrube diese ist. Was? Der Verrückte hat das alles gesammelt. Simut hat diese Schätze gesammelt. Was kann er verloren haben, das dem gleichkommt? Es muss einen Hinweis geben. Ja, der Hinweis liegt hier. Eine von Simuts Schriften. Durch die Maske klingt das alles sehr dumpf, oder? Aber richtig dumpf. So, gefunden im Haus. Endlich bin ich wieder zu Hause. Der Ort, an dem ich... Hey! Stirb endlich! Bin in Reichweite! Ich war ja noch nicht fertig. Endlich bin ich wieder zu Hause. Der Ort, an dem ich all die antiken Objekte gesammelt habe, die ich auf der ganzen Halbinsel gefunden habe. Aber ach, ich scheine meinen wertvollsten Schatz verloren zu haben. Seit dem Abenteuer in der Höhle der tollwütigen Hunde bin ich so verwirrt. Ich muss verrückt gewesen sein, dorthin zu gehen. Könnte ich meinen Schatz dort vergessen haben? Wilde Hunde. Er muss Hyänen meinen. Alles voller Katzen hier. Nein, tust du nicht. Ich töte dich. Und dich auch. Patsch. Durch das Schild durch. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir die Höhle der Hyänen finden. Ich würde sagen, wir klettern einfach hier rüber. Geht hoffentlich schneller. Bestimmt, weiß ich nicht, aber... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Yep. Yep. Ja. War vielleicht doch keine so gute Idee, wenn ich mir den Berg hier mal angucke, aber jetzt sind wir schon ja fast oben. Ah, hier liegt doch noch ein paar Papyrus, okay. Hopp. So. Ein bisschen Bergsteigen. Tulum tulum. Jup, jup. Mal schauen. Ups. Ups. Wo könnte der... Das alles... Ey, wir kommen auch noch an einem Aussichtspunkt vorbei. Das finde ich natürlich genial. Dann haben wir den auch direkt. Oh. Boah, Bayek. Nehmen wir die Schriftrolle eben mit, ja, dann würde ich sagen, ne? Wenn wir schon mal hier drin vorbeikommen. Können wir sie auch direkt einsammeln. Man muss uns nur Seno gleich mal eben sagen, wo die ist. Okay, Seno, du bist dran. Wo liegt die Schriftrolle? Da ist die Schriftrolle und da unten ist noch ein Schatz. Latsch.
Oh. Nehmen wir ein Schild, okay. Gut, die Schriftrolle ist da oben. Holen wir die auch schnell? Wie hier keiner rumläuft. Wo war die jetzt? Moment. Ach, da oben drin. Okay, gut. Da hatte ich sie doch kurz aus den Augen verloren. Das hier. Aussichtsloses Unterfangen. Nördlich des Schursteinbruchs findet sich ein Zeugnis der menschlichen Dummheit. Dort errichtete man zwei Mauern, um zu fangen, was sich nicht fangen lässt, obwohl ihre Beute ungehindert hinein und hinausfließt, sitze ich in der Mitte dieser sinnlosen Falle fest. Okay, Freunde, aber ich würde mal sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen und ich sage erstmal bis dann und ciao.